Ich bin Verena Schäffer, ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Ruhrgebietstadt Witten. Hier in der Grünen Landtagsfraktion bin ich stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Innenpolitik und Strategien gegen Rechtsextremismus. Ich bin wegen der Frauenpolitik zu den Grünen gekommen, weil wir in unserer Gesellschaft immer noch keine vollständige Gleichberechtigung von Frauen haben und aus meiner Sicht nur die Grünen wirklich konsequent an diesem Thema arbeiten. Für ein freies und sicheres und demokratisches Nordrhein-Westfalen. Ich will echte Sicherheit, zum Beispiel durch das Einstellen von mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, statt immer neuer Sicherheitsverschärfungen, die meistens nur Symbolpolitik sind. Und mir ist das Thema Bekämpfung des Rechtsextremismus sehr wichtig. Ich finde, gerade in Zeiten, wo der Rechtspopulismus Auftrieb hat, brauchen wir viele Menschen, die sich für Demokratie und Vielfalt einsetzen. Dann verbringe ich die Zeit mit meiner kleinen Tochter. Die ist jetzt anderthalb und deshalb sind wir natürlich viel und häufig auf dem Spielplatz oder gehen nach draußen in die Natur. Ich will auch weiterhin in einer offenen und demokratischen Gesellschaft leben und ich will, dass die Menschen hier in Nordrhein-Westfalen auch zukünftig frei und sicher sind, dass sie sich an demokratischen Prozessen beteiligen und ich will, dass wir menschlich bleiben, dass wir Menschen, die geflohen sind, hier aufnehmen, ihnen Chancen geben und sie hier integrieren.